Hallo ihr Lieben, heute wird es wieder orientalisch, denn ich stelle euch diese leckeren Teigtaschen vor, die gefüllt sind mit vielen guten Zutaten, also quasi den Sultan im Jufka-Gewand. Wir brauchen Hühnchenfleisch. Ich verwende Schnitzel, ihr könnt alternativ auch Brüste verwenden. Dann brauchen wir noch Gemüse und zwar Paprika, Zucchini, Zwiebeln und Karotten. Und noch ein paar Erbsen, die sind übrigens aufgetaut. Hier noch etwas Strudelteig, ihr könnt natürlich auch Jufka-Teig verwenden. Wichtig ist, dass dieser Teig schön stabil ist und nicht so leicht zerfällt. Dann noch etwas Wasser, Tomatenmark, Knoblauchpaste und einen Hühnchenbrühewürfel. Für die Bechamelsoße brauchen wir Milch, Mehl, Butter, Muskatnuss und etwas Salz und Pfeffer. Außerdem noch etwas türkischen Weichkäse oder auch Feta. Hier habe ich noch Emmentaler, Mozzarella und eine Schüssel, mit deren Hilfe wir die Sultan-Kebabs formen. Im ersten Schritt wird das Fleisch in sehr kleine Würfel geschnitten. Das sorgt unter anderem auch dafür, dass die Füllung einfach schneller fertig ist. Dasselbe gilt übrigens auch fürs Gemüse. Ich weiß, ihr habt am Anfang etwas Arbeit damit, aber glaubt mir, es lohnt sich. Wenn alle Zutaten vorbereitet sind, dann geht es schon ran an die Pfanne. Erhitzt darin genügend Olivenöl und bratet zunächst die Fleischwürfel an. Ist das Fleisch gar, nehmt es heraus, gebt wieder etwas Olivenöl hinein und fahrt fort mit dem Gemüse. Während das Gemüse gedünstet wird, fügt ihr auch das Tomatenmark, die Knoblauchpaste und den Hühnchenbrühewürfel hinzu. Die Füllung würze ich nur mit Salz und Pfeffer, wenn es wirklich notwendig ist. Meistens reicht dieser Brühewürfel völlig aus. Jetzt kommt das Fleisch wieder dazu. Ihr gebt einen Deckel auf den Topf, reduziert die Hitze auf ungefähr Stufe 6 von 9 und jetzt wird das Fleisch inklusive Gemüse ungefähr 5 bis 10 Minuten lang gedünstet. Kurz bevor das Gemüse gar ist, fügt ihr auch die aufgetauten Erbsen hinzu. Die brauchen ungefähr 5 Minuten, bis sie fertig sind. Bereitet ein Backofenblech vor und legt dieses mit Backpapier aus und nehmt auch den Strudel bzw. Jufka-Teig aus der Verpackung. Ich habe mich diesmal für Strudelteig entschieden, weil der einfach noch etwas stabiler ist als Jufka-Teig. Es funktioniert allerdings mit beiden Sorten. In eine Schüssel, hier rechts unten habt ihr die Maße, damit ihr wisst, wie groß die ist, gebt ihr zwei Teigblätter und zwar so, dass sie sich in der Mitte überlappen. Befüllt diese ungefähr bis zur Hälfte mit der Gemüse-Fleisch-Mischung und darauf verteilt ihr dann etwas von dem türkischen Weichkäse. Dann folgt die restliche Füllung und die Teigblätter werden verschlossen. Ich bestreiche die einzelnen Schichten ganz gerne mit noch etwas Olivenöl. Das sorgt einfach beim Backen dafür, dass dann später das Ganze schön knusprig ist.
Übrigens, man kann natürlich die Kebabs auch nur mit einem Yufka-Blatt machen statt mit zwei. Allerdings kann es euch da passieren, dass dann die Füllung die Teigblätter aufweicht und das wird dann eine ziemlich matschige Geschichte. Ich bevorzuge daher zwei. Dreht die Schüssel um und gebt den Kebab vorsichtig aufs Blech. Mit den restlichen Blättern macht ihr genau das gleiche. Wichtig ist nur, dass ihr euch die Füllung so aufteilt, dass ihr wirklich genug habt für vier Stück. Die Kebabs stehen in den Startlöchern und jetzt brauchen wir nur noch die Bechamelsoße. In einem Topf zerlasst ihr zunächst die Butter, die darf auch ein bisschen Farbe annehmen, ihr müsst nur darauf achten, dass ihr euch nicht verbrennt. Fügt das Mehl hinzu und schwitzt dieses kurz mit an. Jetzt kommt die Milch unter ständigem Rühren und portionsweise dazu. Am Anfang klumpt das Ganze ein bisschen, aber keine Angst, ihr müsst einfach nur fleißig weiterrühren. Jetzt wird mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer gewürzt und fertig ist die Bechamelsoße. Bestreicht die Kebabs reichlich mit der Soße, das heißt, die darf auch gerne ein bisschen herunterrinnen, das macht einfach den Geschmack dann später aus. Anschließend werden sie noch mit Mozzarella und Emmentaler bestreut und sind bereit für den Ofen. Ich hoffe, man konnte es hören. Die Sultan-Kebabs sind richtig schön knusprig. Also ihr seht es, der Boden, der besteht aus mehreren Teigschichten und deswegen weicht da auch nichts durch. Das heißt, matschig wird das Ganze auf jeden Fall nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Ihr habt immer die Möglichkeit, mir Fotos zukommen zu lassen, zum Beispiel via Instagram oder Facebook. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachkochen und bis bald.